Das kann man nur beim täglichen Bhagavatam, kann man nur aus diesem Buch hier etwas erfahren, weil ich habe überall geschaut. Es ist sehr schwer zu bekommen. Es war offensichtlich, Srila Prabhupada wollte zeigen, dass die geweihten Krishnas sehr begierig und barmherzig sein sollten, wenn es darum ging, Krishna-bewusste Bücher zu verteilen. Doch damals, im Jahre 1970, wusste keiner von ihnen, wie man das machte. Ein Magazin zu verteilen und um eine kleine Spende zu fragen, war eine Sache. Aber ein großes gebundenes Buch, natürlich, Srila Prabhupada hatte es getan, aber dies war speziell gewesen. Schließlich war er der Autor des Buches und der spirituelle Meister der gesamten Hare Krishna-Bewegung. Und es waren nur ein halbes Dutzend Bücher gewesen. Wir können uns erinnern, dass er beim Ratha Yatra, da kam also ein Karton mit den ersten 10 oder 20 Büchern. Und Srila Prabhupada verkündete dann, dass diese Bücher gerade eingetroffen seien und wenn jemand eins haben möchte, würde er es direkt von ihm erhalten. Und dann gingen diese Bücher also, wie die sagen, weg wie warme Semmeln. Da sagten jetzt die Devotis, ja gut, er war der Autor und die Bücher waren ganz frisch eingetroffen, aber wie sieht es im Anführungsstrichen im normalen Alltag für uns aus? Lass uns schauen, wie es hier weitergeht. So. Wenn später jedoch Tausende von Büchern in den Tempeln eintreffen würden, was würden die Devotis dann tun? Es würde gleich enden wie mit den leeren Sri Chaitanyas, die jetzt im Kartonschachteln verpackt in den ISKCON-Zentren überall im Land gelagert wurden. Also die Kartons stapelten sich in den Zentren. Als die gesamte Lieferung des Buches, die leeren Sri Chaitanyas im April 1967 in New York angekommen war, hatten die Devotis einen Lastwagen gemietet, die Bücher vom Hafen abgeholt und sie an der Second Avenue Nummer 26 ausgeladen. Dann hatten sie die Bücher zu den verschiedenen ISKCON-Zentren in Los Angeles, San Francisco, Boston, Montreal und anderswohin verschickt. Und da waren sie aber immer noch verblieben. Überall stellte sich den Devotis die gleiche Frage: Was sollen wir mit ihnen machen? Wie können wir diese so teuer aussehenden gebundenen Bücher verteilen? In einem Brief an Kirti Raj schrieb Srila Prabhupada, jetzt kommt Original Srila Prabhupadas Schreiben: Du sagst, ihr seid so beschäftigt damit, Bücher herzustellen, dass ihr sie nicht auch noch verteilen könnt. Was ist also der Nutzen davon, Bücher zu drucken, wenn wir sie nicht verteilen können? Es muss unbedingt auch ein gutes Programm zur Verteilung geben. Ich denke also, dass du vermehrt auch Nachdruck auf diesen Punkt der Verteilung legen solltest, damit unsere Bewegung für Krishna-Bewusstsein an zwei Fronten stark sein wird, statt nur an einer Front des Druckens. Dann wird es einen rapiden Fortschritt geben. Einige Devotis hatten versucht, Anzeigen in Magazinen, also so in Zeitschriften, so Werbeanzeigen zu veröffentlichen. Oder sie hatten Bücher auf Kommission in Buchhandlungen gelassen. Aber diese Methode vermochte die Bücher auch nicht zu verkaufen. Wie man diese großen Bücher verkaufen sollte, blieb immer noch ein Mysterium. Und beim nächsten Mal, hier haben wir drei Sterne, hier geht es dann weiter. Beim nächsten Mal hören wir dann, wie Sie dieses Mysterium entschlüsselt haben. Und wir blenden die Sankirtan-Ergebnisse ein. Insgesamt verteilt 800, 900 und 800.
Ein bisschen über 900. Okay. Ja, Hallihallo. Super. Ja, Srila Prabhupada's Transcendental Book Distribution, Ki Jai. Jai. Ich war in so einem, in einem afghanischen Geschäft, wollte so Dal und Linsen kaufen, aber der Shop wurde an Jesiden weiterverkauft und es war nur noch Tabak, Shisha und solche Sachen drin und Alkohol. Es war noch ein bisschen Linsen übrig vom Vorinhaber. Und dann hatte ich mein Geld, ich hatte so ganz komisches Kleingeld. Und irgendwie bin ich mit dem Verkäufer dann ins Gespräch gekommen. Und er hat dann stattdessen zwei kleine arabische Büchlein bekommen für Linsen und Datteln. Hare Krishna. Prima. Wir wollen natürlich auch erfahren, was in diesen Büchern steht. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate. Bhagavate Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag, um aus dem wichtigsten Buch des Krishna-Bewusstseins zu lesen, das Srimad-Bhagavatam, neben der Bhagavad-Gita, die im Regal gerade mir zuwinkt, unsere wichtigsten Bücher im Krishna-Bewusstsein. Sie alle wurden übersetzt und kommentiert von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ein Foto, das ich euch hier auch gerne nochmal zeige. Da ist er. Den Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und wir befinden uns im 11. Kapitel des ersten Kantos. Wir sind im vorletzten Vers. Und eine Ankündigung hier schon: Morgen wird mit großer Wahrscheinlichkeit aus Afrika zuschalten, um mit uns den allerletzten Vers dieses Kapitels gemeinsam durchzustudieren. Unser lieber Prithu Prabhu, da freue ich mich jetzt schon drauf. Also seid gerne morgen auch mit dabei. Ja, und ich blende euch diesen heutigen Vers, den blende ich euch mal ein. Ja, gut. Es ist der 38. Vers. Für alle, die ein echtes Buch aus Papier, etwas Leim und Karton haben, auf Seite 533 und ich chante mal das Sanskrit vor. Etat Ishanam Ishasya Prakritisto Pitat Gunaihi Na Yujyate Sadatmastair Yatha Buddhistat Ashraya. Und die Wort-für-Wort-Übersetzung, uns interessiert jedes einzelne Wort, deshalb hat Srila Prabhupada hat sich hier auch die Mühe gemacht, um uns auch zu sagen, damit, dass das hier alles mit rechten Dingen zu tun hat und er sich das nicht irgendwie ausgedacht hat. Etat Diese Ishanam Göttlichkeit, Ishasya die Persönlichkeit Gottes Prakritistha in Berührung mit der materiellen Natur, Api trotz Tatgunaihi von den Eigenschaften Na niemals Yujyate wird berührt. Sada Atmastaihi Von denjenigen, die in der Ewigkeit verankert sind. Okay. Yata Wie es Buddhihi Intelligenz Tat
Der Herr. Ashraya. Diejenigen, die sich unter dem Schutz befinden von. Okay. Übersetzung. Dies ist die Göttlichkeit der Persönlichkeit Gottes. Er wird von den Eigenschaften der materiellen Natur nicht beeinflusst, obwohl er mit ihnen in Berührung ist. Ebenso werden die Gottgeweihten, die beim Herrn Zuflucht gesucht haben, von den materiellen Eigenschaften nicht berührt. Erläuterung. In den Veden und in den vedischen Schriften Shruti und Smriti wird bestätigt, dass es im Göttlichen nichts Materielles gibt. Er ist absolut transzendental, Nirguna. Der höchste Wissende, Hari, die Persönlichkeit Gottes, ist die höchste transzendentale Person und befindet sich jenseits des Bereiches materieller Beeinflussung. Diese Feststellungen werden selbst von Acharya Shankara bestätigt. Man mag einwenden, der Umgang des Herrn mit den Glücksgöttinnen sei vielleicht transzendental. Doch wie stehe es mit seiner Beziehung zur Yadu-Dynastie, in deren Familie er geboren worden sei? Oder der Tötung der Ungläubigen wie Jarasandha und anderer Asuras, die mit den Erscheinungsweisen der materiellen Natur unmittelbar in Berührung waren? Die Antwort lautet, dass die Göttlichkeit der Persönlichkeit Gottes unter keinen Umständen mit den Eigenschaften der materiellen Natur in Berührung kommt. Eigentlich ist er mit diesen Eigenschaften verbunden, weil er die ursprüngliche Ursache aller Dinge ist. Aber dennoch steht er über den Wirkungsweisen dieser Eigenschaften. Man kennt ihn daher als Yogeshwara, den Meister aller mystischen Kraft, oder mit anderen Worten den Allmächtigen. Nicht einmal seine gelehrten Geweihten werden vom Einfluss der materiellen Erscheinungsweisen berührt. Die erhabenen sechs Goswamis von Vrindavan beispielsweise stammten alle aus sehr reichen und adligen Familien. Als sie in Vrindavan zu Bettelmönchen wurden, schienen sie zwar oberflächlich betrachtet in elenden Verhältnissen zu leben, aber in Wirklichkeit waren sie gemessen an spirituellen Werten die reichsten Menschen. Obwohl gleich solche Mahabhagavatas oder Gottgeweihte ersten Ranges unter den Menschen bewegen, werden sie von den Auswirkungen der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur wie Ehre und Schmach, Hunger und Sattheit, Schlaf und Wachsein nicht verunreinigt. Ebenso widmen sich einige von ihnen weltlichen Tätigkeiten, bleiben jedoch von diesen unberührt. Ohne solchen Gleichmut im Leben ist es nicht möglich, in der Transzendenz verankert zu sein. Gott und seine Gefährten befinden sich auf derselben transzendentalen Ebene und ihr Ruhm wird stets durch die Wirkung Yogamayas, der inneren Kraft des Herrn, geheiligt. Die Geweihten des Herrn stehen immer in transzendentaler Stellung, auch wenn es manchmal scheint, als seien sie vom rechten Weg abgekommen. Der Herr erklärt in der Bhagavad Gita 39 mit Nachdruck, dass ein reiner Gottgeweihter, der aufgrund einer früheren materiellen Verunreinigung vom rechten Weg abkommt, als völlig transzendental angesehen werden muss, weil er sich zu 100% im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigt. Der Herr beschützt ihn unter allen Umständen, weil ihm der Geweihte dient. Seine Verirrungen müssen als versehentlich und vorübergehend angesehen werden. Sie werden nach kurzer Zeit verschwinden. Okay, schauen wir uns nochmal den Vers auf Deutsch an. Ja, gerne. Dies ist die Göttlichkeit der Persönlichkeit Gottes. Er wird von den Eigenschaften der materiellen Natur nicht beeinflusst, obwohl er mit ihnen in Berührung ist. Ebenso werden die Gottgeweihten, die beim Herrn Zuflucht gesucht haben, von den materiellen Eigenschaften nicht beeinflusst. Okay, vielen Dank. Ja, und wie kriege ich das hier wieder weg? Hier. Freigabe stoppen. Prima. Ja. Lass uns schauen, was hier in dieser Erläuterung und auch in dem Vers nochmal gesagt wurde. Ich habe mir hier so ein paar Punkte gemacht und dann würde mich auch interessieren, was der Dandadrik Prabhu, was ihm da so zu einfällt.
Also der erste Punkt ist, die gewöhnlichen materialistischen bedingten Seelen bilden sich ein, der Herr sei einer von ihnen. Darüber haben wir in den letzten Folgen auch schon oft gesprochen. Es scheint auch ein zentrales Thema in diesem ganzen Kapitel zu sein, dass auf der einen Seite der Eindruck entsteht, naja, hier kommt ein Prinz oder König zurück in seine Stadt und seine Ehefrauen und die Leute reagieren auf bestimmte Weise. Ja, natürlich ein bedeutender Mensch, aber das war es dann auch schon. Er hat da auch so, wir hören das hier, er lebt mit seinen Frauen in einem Palast und er nimmt die Bitten seiner Frau an und macht dann irgendetwas. Wir hören zum Beispiel in einer Geschichte, dass Satyabhama, einer der Ehefrauen Krishnas, Krishna darum bittet, eine Blume für ihn zu pflücken. So in dem Moment kann es sein, dass die Leute sagen, ah, schau, ich habe gestern meiner Frau die Pantoffeln gebracht und hier Krishna, er muss jetzt für seine Frau eine Blume pflücken. Ja, also so groß ist der Unterschied nicht zwischen mir und Krishna. Aber sie haben die Geschichte nicht zu Ende gehört, denn diese Blume, die er pflücken soll, die befindet sich gar nicht auf unserem Planeten, sondern auf Indraloka. Ja, also spätestens dann sollten solchen Leuten ein Licht aufgehen. Und dann hören wir hier, dass auch die Geweihten, die sich über Krishnas transzendentale Stellung bewusst sind, auch sie erheben sich, ohne dass sie es vielleicht unmittelbar merken, erheben auch sie sich auf eine transzendentale Stellung und werden plötzlich immer mehr unbeeinflusst von den Einflüssen der materiellen Natur. So, und das wird auch von Shankara Acharya bestätigt. Shankara war der Gründer der sogenannten Mayavada-Tradition. Darauf wollen wir heute mal nicht so eingehen, aber selbst er sagte, dass Narayana Paro Vyaktat, dass Narayan oder Krishna, er steht über den Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Er ist transzendental. Dann hören wir hier, dass obwohl alles von Krishna ausgeht, man könnte jetzt sagen, ja, ein Schwein kann es ja auch nur geben, weil es Krishna erschaffen hat und vielleicht die Exkremente sogar können auch nur existieren, weil Krishna es in irgendeiner Form direkt oder indirekt erschaffen und zugelassen hat. Das heißt, Krishna ist verunreinigt durch seine eigene Schöpfung. Aber das ist eben schwer zu verstehen am Anfang des Krishna-Bewusstseins. Da gibt es einen Vers im Vers im neunten Kapitel der Bhagavad Gita. Da sagt Krishna, Maya tatam idam sarvam jagat avyakta murtina matsthani sarva bhutani nachaham teshva vashtitaha. Von mir, in meiner unmanifestierten Form, wird das gesamte Universum durchdrungen. Alle Wesen sind in mir. Und jetzt kommt's. Doch ich bin nicht in ihnen. Das ist sehr schwer. Am Anfang, als ich diesen Vers, ich kann mich erinnern, zum ersten Mal gelesen habe, habe ich den 3-4 Mal gelesen und dachte, da wäre ein Druckfehler. Und dann in der Erläuterung wird es aber genau erklärt. Also ich dachte wirklich, die wollten eigentlich schreiben, alle Wesen sind in mir und ich bin auch in ihnen. Das hätte sich für mich irgendwie verständlicher angeschaut. Aber nein, es heißt, ich bin nicht in ihnen. Und im Sanskrit wird das auch ganz klar bestätigt. Und das ist etwas, was etwas Zeit braucht, um das zu verstehen, dass Krishna gleichzeitig eins, aber gleichzeitig auch verschieden von seiner Schöpfung ist. Und man könnte jetzt sagen, wie
kommt er dann mit der Schöpfung in Berührung? Da wären wir dann auch schnell beim Shiva-Tattva, dass er sich dann als Shiva erweitert, um mit der Erscheinungsweise der Unwissenheit in Berührung, in Kontakt zu treten. Das hatten wir auch schon ein paar Mal hier besprochen, wollen wir heute mal nicht tiefer drauf eingehen. Lass uns mal gucken, wie es hier weitergeht. Dann, dann sagt Srila Prabhupada, das ist eben, wir haben es hier mit Yogeshwara zu tun. Yogeshwara, der Herr aller mystischen Kräfte. Der Herr, der aus dem Unmöglichen das Mögliche und das aus dem Möglichen wieder das Unmögliche machen kann. Das ist Yogeshwara. Und da sollte es uns nicht wundern, wenn wir das nicht immer alles gleich erfassen können. Ja, und dann geht Srila Prabhupada nochmal auf die Mahabhagavatas ein, auf die großen Geweihten auf der höchsten Ebene, die tatsächlich überhaupt nicht mehr beeinflusst werden von der materiellen Energie. Es kann sein, dass, ja, also wenn wir uns auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes, wenn wir uns da aufmachen, damit anfangen, wir sind also Anfänger, arbeiten uns langsam nach oben, dann werden wir sicherlich immer noch feststellen, oh, hier werde ich noch ganz schön beeinflusst von der materiellen Energie, da bin ich noch, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ja, das kennt ihr sicherlich alle, mehr oder weniger, dass man manchmal noch merkt, oh, jetzt habe ich aber richtig Hunger. Wenn ich nicht bald mal was zu essen bekomme, dann kriege ich schlechte Laune. Aber hier in der Erläuterung wird tatsächlich gesagt, dass solche Mahabhagavatas, die werden von solchen Gefühlen nicht besonders aus der Bahn geworfen. Wir hatten gestern hatten wir kurz einen Sänger gesehen im MTV, nicht im MTV, auf YouTube, mit dem ich zufällig mal im selben Abteil saß. Da fiel mein Zug aus. Ich sollte in einen anderen Zug von Frankfurt nach Hannover. Und weil die zweite Klasse schon voll war, durfte ich ohne Aufschlag in die erste Klasse und saß plötzlich neben einem berühmten Sänger. Der Sänger, ich habe erst gar nicht verstanden, ich will euch bewusst den Namen nicht sagen. Thundertrick sagt, wir sollten uns nicht zu viel in Name-Dropping verstricken. Name-Dropping nennt er das. Ich dachte erst, der hätte sich so wie dieser Sänger verkleidet und habe ihn angelacht und habe gesagt, hey. Und er lachte mich auch an. Und dann guckte ich ihn nochmal an. Hey, du bist es ja wirklich. So, auf jeden Fall, der Sänger ist dafür bekannt, immer ultra cool zu sein. Und also kommt auch aus Hamburg, da ist man ganz besonders cool. Aber dann blieb auf halber Strecke der Zug stehen. Der blieb stehen und aus einer Stunde wurden 2 Stunden. Kennt ihr das, wenn man in einem Zug sitzt, mitten im Nimmermannsland und der bewegt sich keinen Zentimeter weiter und keiner weiß, was los ist. Und dann kommt so eine Ansage, liebe Fahrgäste und so weiter. Und aus diesem coolen Sänger wurde ein richtig hippeliger Typ, der dann darauf bestand, aus dem Zug mal rauszugehen, obwohl man das nicht durfte, weil er musste unbedingt eine rauchen. Ja, und dann habe ich so gedacht, ja, auf der Bühne sind manche Leute sehr cool, aber dann, wenn die materielle Energie uns mal ein bisschen auf die Probe stellt, dann ist es oft mit der Coolness zu Ende. Und das trifft überhaupt nicht auf die Mahabhagavatas zu. Der Dandadrik Prabhu gab vor ein paar Tagen das Beispiel von Haridas Thakur, der von der personifizierten materiellen Energie Maya Devi
Sie wollte ihn verführen, aber er blieb völlig unbeeinflusst. Ja, das sind ein paar Gedanken von meiner Seite. Und ich weiß nicht, Dandertrick Prabhu, vielleicht fällt dir ja auch der ein oder andere Punkt ein. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Rico, Srila Prabhupada gibt das Beispiel vom Gouverneur, der ein Hochsicherheits, ich schmücke das jetzt ein wenig bewusst aus, der den Hochsicherheitstrakt eines Gefängnisses besucht, das er gerade durch Steuergelder manifestiert hat lassen, um zu sehen, ob die Mauern auch dick genug sind, und geht an den Zellen vorbei, guckt, ob die Gitter dick genug sind, ob die Sicherheitssysteme, ob die Lampen alle leuchten, die Alarmsysteme funktionieren. Und obwohl er dort ist und vielleicht auch sogar mal guckt, wie das Essen ist und es probiert, ist er nicht von den Regeln dieser genauso beeinflusst wie jetzt diejenigen, die da in dem Gefängnis schmachten oder vielleicht sogar in der, sagt man, im Todestrakt sitzen. Er kann jederzeit wieder rausgehen. Und in gleicher Weise ist Krishna, du hattest es erklärt, unbeeinflusst von allen materiellen Einflüssen. Und das wird hier, und das ist interessant, hier, wir hören hier, diese Feststellungen werden selbst von Acharya Shankara bestätigt. Wir können es so lesen, diese Feststellungen werden selbst von Acharya Shankara bestätigt, dass er es selbst bestätigt hat. Oder wir können es auch so, diese Feststellungen werden selbst von Acharya Shankara bestätigt. In anderen Worten, das hätte den etwas mehr den Ton, wenn er es sagt, der eigentlich der Acharya, der Founder Acharya der Mayavadi-Bewegung ist, der völlig, wo quasi die Autobahnen auseinandergehen, dass sogar selbst er sagt sogar, dass Krishna, also dass er sagt letztendlich auch, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Du hattest gerade gesagt, wir wollen da jetzt nicht so drauf eingehen, aber es fällt mir dann doch gerade ein jetzt, dass Shankara letztendlich eine Inkarnation von Lord Shiva ist und Lord Shiva von Krishna selbst beauftragt wurde, seinerzeit eben die Buddhisten mal ein bisschen auf Schwung zu bringen, philosophisch, weil sie überhaupt gar kein Konzept haben von Dualität, weil es keine Dualität gibt von ihrem Verständnis her. Und um die Buddhisten zu erheben, dann Lord Shiva in Form von Shankaracharya dann erschienen ist. Und aber er selbst dann auch Brahma, Satyam, Jagat, Mitya, dass es eben spirituelle Vielfalt gibt. Und er auch von sich selber gesagt hat, er ist das höchste Brahman. Das hat er schon auch gesagt. Und deswegen die Betonung hier, selbst Lord Shankara sagt, dass es spirituelle Vielfalt gibt und dass Krishna der höchste Verehrenswürdige ist. Das wäre wie wenn der Chef von Microsoft sagt, selbst er sagt, dass Apple-Computer besser sind. Ja, genau. Er sagte es selbst, aus eigener Initiative, aber selbst er sagte es. Und ja, dann ist es sattelfest, ne? Wenn wir hören es von Srila Prabhupada hier, aus dem Bhagavatam, von seiner Erläuterung, und sogar selbst derjenige, der die Mayavadi-Philosophie, der immer noch so viele Folgen, die eigentlich, wie gesagt, das eigentlich einfach tricky war. Jetzt kommt wieder so ein Wort, man kann jetzt Shankara nicht zum Scapegoat machen. Wie sagt man Sündenbock. Ne? Ja. Zum Sündenbock machen dafür, dass jetzt in dieser Welt alles unpersönlich ist und in dieser Welt die Unpersönlichkeitsphilosophie mehr und mehr überhand nimmt. Aber Fakt ist, dass er gesagt hat, es gibt eine spirituelle Realität. Später haben dann die Buddhisten Indien mehr oder weniger verlassen. Deswegen ist Indien auch nicht so bekannt als das Land, in dem Buddhismus etabliert wurde. Offensichtlich hatten sie da irgendwie genug von der, das war nichts für die, was man jetzt gesagt hat, da gibt es jemanden, der höher ist, ne? Wo doch alles nichts ist. Und deswegen, wir sagen nicht alles nichts, ne? Wir sagen,
Wir haben das Prinzip, dass wir sagen, es ist echt, aber es ist eben nur zeitweilig und voller Leid. Und ja, und hier noch ein wichtiger Punkt, dass es hier um die Identifikation geht. Ne? Dass wir abhängig von unserer Identifikation berührt oder unberührt sind von dem, was uns, was da ist. Gerade noch einen schönen Vortrag gehört von Jayad Vedaswami, wo er nochmal drauf, wo er diesen Punkt macht, dass er sagt, dass unsere Beeinflussungen, dass die erste Mal, ob reich oder arm, dass diese Beeinflussungen da sind, aber dass sie gleichzeitig auch, Englisch sagt man, mental concoctions sind, mentale Konstrukte, mentale Widersprüche, weil sie sehr, sehr zeitweilig sind. Wie ein Sturm, ne? der uns überkommt. Und dann auf einmal, ne, das Segelboot segelt durch den Sturm und dann sind die Wellen auf einmal wieder glatt. Man macht diesen Punkt, das fand ich auch sehr gut, egal ob reich oder arm. Es ist nicht, dass die Reichen weniger leiden als die Armen. Ne? Wenn jemand, jetzt sage ich wieder mal nicht einen Namen ganz bewusst, wenn jemand super duper reich, ne, pro Tag Millionen von Euro verbrennt, weil irgendwie was nicht funktioniert in seinem Werk oder weil es nicht weitergeht und die Autos nicht produziert werden können, ihr ahnt, von wem ich spreche, dann ist das für ihn katastrophal, so wie für uns vielleicht, wenn die Heizkosten zu hoch geworden sind, anstatt 100 Euro jetzt 200 Euro sind. Ne? Aber der Punkt ist, es sind insofern mentale Konstrukte, die uns zwar alle betreffen, aber die sehr, sehr zeitweilig sind. Und die Seele hat damit nichts zu tun. Ne? Und unsere Übung als spirituelle Seelen ist das zu verstehen. Ne? Nicht da reinzugehen. Ne? In den Medien, da wird dann immer, das wird ausgeschlachtet bis zum geht nicht mehr, durch Memes, durch Clips, durch alles Mögliche. Nicht? Und dann ist es vorbei. Ne? Und dann kommt wieder das Nächste und dann wieder das Nächste, wo der Geist sich festbeißt. Hm? Ja. Und so nie auf die transzendentale Ebene kommt. Und im Umkehrschluss hören wir ja von den großen Geweihten, die das eben können, die natürlich auch durch Trouble gehen. Es ist nicht, dass man, Schiller Prabhupada musste auch so viele Schwierigkeiten bestehen. Aber das Beispiel ist wie von einer reifen Frucht in der Prabhupada gibt auch das Beispiel von einer reifen Frucht in einer Kokosnuss. Wenn sich die Frucht innen löst, dann ist sie drin in der Schale, aber sie hat keinen Kontakt mehr. Und das ist das Beispiel mit den großen spirituellen Seelen, die sich in diesem Körper befinden, aber gleichzeitig in der Transzendenz verankert sind und deswegen unbeeinflusst sind. So wie Krishna oder wie der Gouverneur, der die dicken Mauern vom Colorado Hochsicherheitsknast besucht. Wo du das gerade sagst, Dendrick, das stimmt. Also die Leute kauen den neuesten Skandal, kauen sie bis zum Exzess durch, Tag für Tag. Und irgendwann merken sie, jetzt haben wir so viel herumgekaut, da kommt kein richtiger Geschmack mehr raus, wie so ein Kaugummi. Und dann suchen sie nach dem nächsten frischen Kaugummi. Das wird ihnen dann wieder so hingeworfen. Und da habe ich eben, als du das gesagt hast, gedacht, ja, und was wir hier machen, ist eigentlich genau die richtige Medizin. Wir treffen uns hier auch morgens, wo andere das Radio einschalten oder die Zeitung aufschlagen. So war das früher. Also ich spreche zu allen jungen Leuten, die nicht mehr wissen, was eine Tageszeitung ist. Und dann sich dann da voll laufen lassen. Und wir haben kein Problem jetzt schon, das ist jetzt heute der 39. Vers, und da gab es Verse, wo wir auch mal zwei Sessions, also zwei Sitzungen dafür verwendet haben. Wir haben kein Problem über Krishna, wie er nach Dwaraka einzieht,
Tag oder morgen für morgen immer wieder neu darüber zu sprechen. Und statt dass es uns runterzieht, wie man das sonst, wie das passiert, wenn man über ständig über Heizkosten oder über Kriege oder andere Dinge nur hört, wird man schnell auch depressiv. Aber das, mir fällt auf, dass uns das nicht passiert. Also wir gehen eigentlich, ich habe eigentlich noch nie jemanden gesehen, der richtig depressiv aus dem täglichen Bhagavatam oder aus einer Bhagavatam-Vorlesung rausgegangen ist. Ich weiß nicht, ob euch da jemand aufgefallen ist. Also eigentlich waren alle immer so am Smilen. Und ja, das ist einfach die richtige Gegenmedizin, um nicht, weil es sieht wohl so aus, dass wir besonders morgens hat man so die Neigung, was gibt es denn heute Neues? Ne? Was ist denn heute das Thema? Ne? Und dann schalten die Leute, es gibt Leute, und das sind Millionen, die lassen sich vom Radio aufwecken. Wie verrückt ist das denn? Du liegst im Bett, ja, und plötzlich hörst du eine Stimme, auch heute wieder bekannt gegeben, dass sich der Virus um 33 Millionenfach ausgebreitet hat. Und wir wachen so auf und haben gleich so eine Stimme im Ohr. Und dann wollen wir natürlich wissen, wo hat er sich denn ausgebreitet und was sagt Dr. Müller dazu und Herbert Meyer? Und so geht das dann die nächste Stunde weiter. Und dann gehen wir mit so einer Birne vielleicht noch zur Arbeit. Und die haben das auch alle gehört, was Dr. Müller und Herbert Meyer gesagt hat. Und da würde ich sagen, liebe Freunde, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unseren Kanal und seid am besten live mit dabei, dann kann eigentlich nichts mehr schief laufen. Ja, hier sehe ich noch eine Hand von Sinisha, Hare Krishna. Hare Krishna, meine Ehrerbietungen. Hare Bol. Hare Bol. Zwei Fragen. Die erste Frage ist, Dhanadrit Prabhu erwähnte, dass die Buddhisten haben keine Vorstellung von Dualität. Deshalb kam Shankaracharya. Da verstehe ich nicht, wobei Shankaracharya Dualität jetzt, also wo das keine Dualität, also was jetzt anders ist als bei Buddhismus. Dann die zweite Frage wäre hier vom Vers. Da steht, dass die höchste Persönlichkeit Gottes, er wird nicht von den materiellen Eigenschaften der Natur beeinflusst, obwohl er mit ihnen in Berührung ist. So, jetzt würde ich gerne wissen, was diese Berührung ist mir nicht klar, weil ich war immer der Meinung, dass Shiva derjenige ist, der in Berührung mit Materie kommt und Krishna da auch komplett losgelöst ist, also überhaupt nicht von der Materie berührt, auch nicht berührt wird. Also dafür war, so wie ich das gelernt habe, immer Shiva derjenige, der mit die Materie in Berührung kam. Ja, das sind die zwei Fragen, die ich gerne möglich. So, in Bezug auf Shankaracharya. Lass uns mit dem einfachen Teil beginnen. Also Shankaracharya hat auch die Buddhisten, es ist nicht immer so, dass die Buddhisten auch Vegetarier waren zum Beispiel. Er hat auch diese Prinzipien mit eingeführt, die Prinzipien der Reinheit. Aber vom Philosophischen her, selbst wenn er nach außen hin eine, also er hat zumindest den Aspekt der Persönlichkeiten ihm nahegelegt. Das ist immer noch ein Unterschied, wenn du von Persönlichkeit sprichst, dass wir alle sind, das höchste Brahman sind, sprichst, als dass es das höchste Brahman nicht gibt. Also er hat es im Grunde genommen, verfeinert, er hat es dezidiert. Er hat
ne, Brahma Nityam, Jagamitya, dass es in der Spirit, auf der spirituellen Ebene durchaus Variabilität gibt, die er in letzter Instanz auch damit, wo er in letzter Instanz auch argumentiert hat, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Aber er hat gleichzeitig gesagt, also er hat Krishna mit ins Spiel gebracht. Aber gleichzeitig hat er auch gesagt, auf materieller Ebene, wir oder ich bin das höchste Brahman. So, und er hat dadurch sozusagen zum Denken angeregt. Und die Buddhisten von ihrem ultra begrenzten Konzept, nämlich dass alles nichts ist, dass alles nicht existent ist, hinwegzuführen. Er hat die Realität mit Illusionen verglichen, obwohl sein Konzept, so wie er es den Buddhisten nahegelegt hat, immer noch unzulänglich war, nämlich dass wir alle das höchste Brahman sind, dass wir, ne, dass es keinen Unterschied gibt, hat er trotzdem in letzter Instanz, und das hat die Buddhisten nicht erreicht und auch bis heute natürlich nicht, hat er Krishna als die höchste Persönlichkeit Gottes, als verehrungswürdig in höchster Form angesehen, auf der spirituellen Ebene. Aber gleichzeitig gesagt, auf einer Ebene, auf der materiellen Ebene, sind wir alle Krishna. Und auch somit auch alle verehrungswürdig wie Krishna. So diese Dinge hat er mit ins Spiel gebracht, um die Buddhisten zu erheben sozusagen, um sie tatsächlich, ja, man kann es so sagen, um sie zu erheben. Er hat ihnen etwas, man nennt es auch Paroksha Vadaha, in Bezug auf Karmakanda, im Karmakanda-Prinzip. Paroksha Vadaha bedeutet, dass die Menschen Opfer darbringen, um für sich selber was zu bekommen, um letztendlich sie zu erheben durch das Karmakanda-Prinzip der Religion, sie zu erheben, um auf die Stufe von Bhakti zu erheben. Das ist die Idee. Man gibt ihnen sozusagen etwas Zuckerli, damit sie auf die Ebene kommen. Und das war die Idee von Krishna, oder ne, dass er Lord Shiva beauftragt hat, um die Buddhisten, die ja durchaus auch fromme Tätigkeiten ausführen, sie zu erheben durch ein Zuckerli, um sie zu erheben auf die nächste Ebene. Praktisch was Handfestes, also die Unpersönlichkeit irgendwie handfest gemacht und auch gewisse Variablen mit eingebracht. Ganz genau. Um aber auch gleichzeitig zu sagen, es gibt Krishna, ne? Gleichzeitig wir sind Krishna, es gibt Krishna. So, er hat, ne, er hat sie von ihrer Unzulänglichkeit auf eine andere Ebene gehoben und aber auch gleichzeitig eine Dimension, eine Richtung eröffnet für die Buddhisten. Und es gibt auch heutzutage, ne, es gibt verschiedenste, also der Einfluss von Shankaracharya ist durchaus auch heute noch nachvollziehbar. Es gibt sehr, sehr viele Variabilitäten des Buddhismus, wo teilweise auch die Shankara-Philosophie einfließt, aber letztendlich immer noch so tendenziell natürlich immer noch so ist wie früher, ne? Ja. Das ist gut nachvollziehbar, obwohl ich selber nicht nachvollziehen kann, aber ich glaube das auch nicht, dass die Buddhisten an das Nichts glauben, dass das überhaupt nichts ist, weil dann könnten sie sich auch überhaupt nichts glauben, dann könnten sie einfach Atheisten bleiben und die Materie genießen, da bräuchte man ja eigentlich gar nicht meditieren, ne, wenn man an gar nichts mehr glaubt. Also dass am Ende, sagen wir mal, alles ausgelöscht ist. Ne. Also du glaubst quasi gar nichts von den Buddhisten. Ja. Was war nochmal die Frage 2? Die zweite Frage 2 war, hier steht im Vers, dass Krishna mit der Materie
in Berührung kommt, aber nicht von ihr beeinflusst wird. Und so wie ich das immer verstanden habe, ist Lord Shiva derjenige, der mit der Materie in Berührung kommt und dass Krishna eigentlich auch überhaupt nicht mit der Materie in Berührung kommt. Dass er gar auch komplett, also transzendental ist. Ne? Auch, obwohl er schon transzendental ist, wie es hier beschrieben wird. Aber hier, jetzt, wenn man das wörtlich nimmt, kommt er mit der Materie in Berührung. Und das sollte eigentlich nicht sein, denke ich. Ja, also Sinisha, eigentlich hatte ich das vorhin auch schon kurz angedeutet, dass sich eben Krishna als Lord Shiva erweitert, um dann mit der materiellen Energie direkt in Berührung zu kommen. Nur weil Srila Prabhupada das jetzt hier nicht im Detail erwähnt hat, sollten wir jetzt nicht auf falsche Schlussfolgerungen kommen oder sollten sich nicht unnötige Zweifel entwickeln. Es gibt manchmal Stellen, wo Srila Prabhupada das ein bisschen, ich würde mal sagen, allgemein oder das Wort oberflächlich will ich nicht benutzen, aber so ein bisschen im Schnelldurchgang geht er das mal so durch. Und dann gibt es auch Erläuterungen oder sogar ganze Kapitel, wo das dann bis ins kleinste Detail erklärt wird, wie die Berührung oder die indirekte Berührung genau aussieht. Ja. Im Grunde braucht man einfach nur diese Grundkenntnisse zu haben. Shiva kommt mit Materie in Berührung, Krishna nicht. Und wenn da mal etwas anders steht, dann kann man sofort dieses Hintergrundwissen hervorholen und das genau interpretieren, wie das gemeint ist. Genau. Deshalb machen wir das ja auch hier. Ne? Natürlich kann Srila Prabhupada in 2 oder 3 Sätzen nicht bis ins Detail genau erklären, wie das jetzt genau funktioniert. Ist vielleicht auch in dieser Erläuterung nicht seine Absicht, weil dann müsste er jedes Mal das ganze Buch neu schreiben in jeder Erläuterung. Sondern er sucht sich bestimmte Themen raus, die auch in dem Vers erwähnt werden, geht dann eventuell in manchen Bereichen tiefer drauf ein, in anderen Bereichen weniger tief. Wir haben auch am Schluss der Erläuterung, das hatten wir heute noch gar nicht behandelt, guck mal, bei uns ist es auch so, wir sind auf bestimmte Dinge tiefer heute eingegangen. Ein Thema haben wir noch völlig weggelassen. Das ist der Punkt, wo ein Gottgeweihter zu Fall kommt, aber dann sich wieder aufrappelt und wieder sich ernsthaft im hingebungsvollen Dienst beschäftigt. Da gibt es dann den Punkt, dass man selbst so jemanden weiterhin achten sollte, auch wenn er vielleicht mal zu Fall gekommen ist. Aber in dem Moment, wo er sich mit aller Ernsthaftigkeit wieder im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, sollte man ihn trotzdem anerkennen als Gottgeweihten. Das haben wir zum Beispiel kaum besprochen. Da hätten wir eine ganze Sendung verwenden können. Und so ist das auch mit Srila Prabhupada. Manchmal dann geht er eben nur nimmt er 2, 3 Sätze und hofft, dass wir das Bhagavatam schon ein bisschen gelesen und studiert haben und dann können wir uns da unseren Reim schon draus machen. Ja. Ja, vielen Dank, Hare Krishna. Vielen Dank. Hare Krishna, ich schaue auf unseren berühmten Glockenturm und denke, wir haben heute schon einiges hier herausgenommen aus dem heutigen Bhagavatam. Und ja, wie gesagt, seid gerne morgen wieder mit dabei. Morgen kommt mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn alles klappt, unser lieber Prithu Prabhu. Und wir gehen morgen ganz klassisch, werden wir morgen den allerletzten Vers des 11. Kapitels durchnehmen. Der hat es auch in sich. Und dann können wir alle zusammen morgen das 11. Kapitel abschließen und uns langsam auf das 12. Kapitel vorbereiten, die Geburt des Kaiser Parikshits. Ich bedanke mich bei unserem lieben Dandadrik Prabhu, dass er heute auch mit dabei war, an alle unsere Zoom
Bhagavatam Nektarhummeln, lasst uns zum Abschluss noch zusammen das Mahamantra, den Mahamantra chanten, das oder den, geht glaube ich beides. Und schaltet gerne eure Mikrofone einmal ein, wenn ihr mögt, sogar eure Kamera. Wir nehmen heute mal das Harmonium. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alle zusammen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Itai Gaura Premanandi, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare. Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare